So, wir sind jetzt wieder hier mit Mit mir und dir. im Willkommen. Endeffekt ja, realistisch durchspielen. Es fehlt noch das letzte Kapitel. Nummer Ja, jetzt muss 4. ich nur schnell die Upgrades für die G36C kaufen. Wenn schon so viel Punkte hat, Das sollte macht relativ schnell eigentlich gehen. keinen Sinn. Da steht Karte und hier steht ein Kapitel. Ist das alles dieselbe Karte oder was? Na, Hauptsache Coop Story. Okay, das hatten wir schon. Können wir das irgendwie skippen? Pen? Spiel? Egal was ich drücke, es passiert nichts. Weißt du, was ich jetzt ganz lustig finde, ist, ich sehe immer noch meine Maus. Oh, Also. interessant, ich nicht. Sieht man die in der Aufnahme? Oh ja, sehen wir sogar. Durch die Informationen, die Sie im Yastreb-Komplex gewonnen haben, konnten wir die gestohlenen EMP-Gefechtsköpfe lokalisieren. Meine Herren, Sie waren die ganze Zeit vor unserer Nase auf dem Mostok-Testgelände in Nordossetien versteckt. Unglücklicherweise haben die überlebenden Mitglieder von Yastreb bereits einen neuen Käufer gefunden. Sie wollen die EMPs im Laufe des Tages ausfliegen. Aus diesem Grund sichert unser Verbindungsmann Andriy Kobin mit seinen Männern bereits die Antonov, die Yastreb dafür gechartert hat. Kestrel, Archer, Sie müssen dafür sorgen, dass Mostok vom Netz abgeschnitten wird, damit die Flugabwehr uns nicht dazwischenfunkt. Mit anderen Worten, wir wollen noch nicht, dass jemand die ach so wertvollen Sprengköpfe vom Himmel holt. Sobald Sie den Kommunikationsknoten auf der anderen Seite der Fahrzeugstellplätze ausgeschaltet haben, gehen Sie zum Hangar und treffen sich mit Kobins Team. Es sollte die Sprengköpfe bis dahin verladen haben. Noch was. Es ist von äußerster Wichtigkeit, dass Sie jeglichen Kontakt mit dem Gegner vermeiden. Ah, okay, beim jetzt verstehe ersten ich. Alarm wird alles abgeblasen, schon klar. Eine Fahrzeugkontrolle. Wir müssen sie umgehen. Toller Plan. Okay, lebt einfach mit der Maus. Ich lebe auch mit der Maus. Wen willst du töten? Die Ladung ist Keine okay. Ahnung, es sind drei. Aber wir müssen erstmal Nahkampfkill machen. Ach so, du meinst. Ach so, okay. Oh, ich hoffe, ich klicke nicht irgendwas an, sondern schieße. Scheiße, der vierte kommt. Ich kann nur vier markieren, da ist noch einer. Kannst du dem. Ah, sehr gut. Okay, wenn du willst, kannst du auch versuchen, einen Solo zu kriegen. Der, den du markierst, vielleicht sogar am einfachsten. Ja, toll, dann müsste ich irgendwie bis da hinten kommen. Ah, scheiße, da ist eine Kamera. Okay, dann müssen wir hier wohl irgendwie einen Triple Kill hinlegen. Oh, oh, sie gehen näher aneinander, sehr gut. Oh, der eine geht weg, sehr schön. Okay, das hätten die nimm mal du hier versuchen den braunhaarigen, also rechts. Ihr schafft es doch nicht mal einer über den Außenzaun. Gib mir ein Kommando. Hast du eine Ahnung, was er da vorgesagt hat? Ich war erst nicht sicher, ob es ernst gemeint ist. Okay, das ist echt irritierend, aber egal. Weißt du eigentlich, was ich meine? Ja, ich glaube, du siehst deine Maus. Hast du auf meinen Bildschirm geguckt? Nee, das habe ich mir jetzt nicht angeschaut. Naja, das ist nicht die ganz normale Maus, sagen wir es mal so. Ah! Erledigt ihn! Erledigt ihn! Oh nein. Hurensohn, warum siehst du mich? Der hat dich nicht gesehen, oder? Doch, der hat mich hier drauf gesehen. Wieso wurdest du nicht entdeckt? Für ihn eigentlich schon. Hi. Hi. Sorry, Mann, nicht dein Tag. Na, das waren die ersten vier in dem Gebiet. So, ja, auf. Oh, warte, da war doch ein Laser, oder? Nicht in dem Spielmodus. Okay. Hier gibt es nicht so viele Laser, das da oben dürfen wir glaube ich nicht abschießen, ansonsten sind wir aufgeflogen. Danke. Lol. Ich bin einen halben Zentimeter zu weit herausgegangen. Die haben mich wirklich instant entdeckt, ich konnte nicht mal mehr zurück. Okay, ich glaube, du hast mich auch irgendwie blockiert. Ja, ich stand hinter dir, aber. Auf der anderen Seite der Fahrzeugstellplätze ausgeschaltet haben, gehen Sie zum Hangar und treffen sich mit Kobins Team. Es sollte die Sprengköpfe bis dahin verladen haben. Jemand hat angefangen, Star Wars zu spielen. Es ist von äußerster Wichtigkeit, dass Sie jeglichen Kontakt mit dem Gegner vermeiden. Beim ersten Alarm wird alles abgeblasen, schon klar. Eine Fahrzeugkontrolle. Suchen wir einen Weg um sie herum. Okay, du links, ich rechts. Keine Ahnung. Ah, okay. Gibt wohl irgendwelche Probleme und sagt keiner was. Du kennst das ja. Und den anderen versuchen wir einfach beide zu erwischen. Ja. Die Ladung ist okay. Nee.
sehr gut. Hat zwar jetzt mehr Kugeln gebraucht, weil der sich bewegt hat, der Sack, aber egal. Nee, das ist relativ egal, würde ich sagen. Naja, in der Realität könnte man nicht alle Kugeln. Ach man. Wie kann der denn da runter gucken? Alter. Ich hab grad alle erwischt. Hä? Ja, der hat mich gesehen. Ah, wie? Oh, ich dachte, er sieht die Leiche und deswegen. Nee, der. Anscheinend sieht er meine Füße. Jetzt, wenn er deine Füße nicht aussieht, wenn sie im Dunkeln sind, aber gut. Gehen Sie zum Hangar und treffen sich mit Kobins Team. Es sollte die Sprengköpfe bis dahin verladen haben. Noch was. Es ist von äußerster Wichtigkeit, dass Sie jeglichen Kontakt mit dem Gegner vermeiden. Beim ersten Alarm. Wird alles abgeblasen. Schon klar. Eine Fahrzeugkontrolle. Suchen wir einen Weg, um sie herumzusehen. Gut. Schon. Doch funktioniert. Okay, der eine kommt also unten durch die Tür irgendwann einmal. Hast du den schon markiert? Ja, er geht gerade die Treppe runter. Sehr schön. Können ja beide versuchen, ihn auszuschalten, wenn er gleich da durchkommt. Oh. Ah. Hab noch mehr Scheiße! Wow. Das war sehr langsam. So, beim anderen hat's instant geklappt. So, Dali. Hi. Hi. Nicht, dass du die Tür aufbrichst. Warum wusstest du, was ich vorhatte? Ich hab's mir eben gedacht. Sollen wir die beiden töten? Hast du es ins Labor gebracht? Noch nicht. So viel da. Was zum Teufel treibt ihr, Vollidioten? Kjart! Wollt ihr. Du hast bemerkt oder stehst du so. Hä, hey, also vom Laser her gesehen hast du gerade durch das Ding geballert. Was für ein Laser? Haben unsere Waffe. Ja, genau, unsere Waffe am Rotpunkt. Achso, ist mir gar nicht auf. Ich wusste aber nicht, dass man den sieht, aber hey, jetzt habe ich den gerade gesehen. Okay, gehst du durchs Treppenhaus, hier sollte kein Mensch mehr sein. Oh, ich weiß mal, dass auch so stimmt. Das Zeug ist stark abgeschirmt. Versuchen wir es mit einem Doppel-EMP-Impuls. Gute Idee. Natürlich. Immer doppelt. Ich würde ja gerne, aber er zeigt mir EMP ist. Du musst da rüber gehen. Also, ups. Da wo das Loch ist, wo es reinpasst. Dachte ich, muss doch sein. EMP-platziert, geht los. Sollen wir das jetzt jedes Mal kommentieren, mit einer aus der Friendlist irgendwas zockt? Was? Ich hab grad einen, der zockt jetzt Realm of the Mad God. Ah, okay. Radio Mostock sendet. Wenn du das unbedingt willst. Jetzt dürfte es kein Problem sein, diese Sprengköpfe hier rauszuholen. Vorsicht, Archer. Werden Sie nicht übermütig. Mostock hängt Kommt nicht mehr am Verteidigungsnetz. Stoßen Sie zum Hangar vor. Wenn sie ankommen, müssten Kobin und seine Männer die Gefechtsköpfe verladen haben. Hoffen wir es. Je länger wir hier am Boden sind, desto schlimmer wird das ganze Spektakel. Ja, die reden ziemlich laut, also solltest du nicht reden, wenn die reden, weil da verstehe ich nicht. Ich warne dich nicht nochmal! Laut? Okay. Immer erst einmal anschauen. Er läuft die Treppe hoch, er läuft die Treppe hoch, er läuft die Treppe hoch. Gut, dass du das sagst. Ich habe das nämlich nicht gecheckt. Mutschim! Achtung! Wir gehen jetzt rein! Töte ihn! Los, los, los! Verstärkung? Ne, die kommen alle nicht rein! Wir haben auch kein Nahkampfding, gell? Sehr gut eigentlich. Ich hol uns eins. Weg mich! Wir gehen nirgendwo hin! Da war einer noch nicht markiert, glaube ich. Ja, ich hatte auch meine Markierungen noch gar nicht gemacht, so. Sie haben auf dem Kanal nichts verloren, Kobin. Was wollen Sie? Hier sind nur drei beschützte EMP. Es war ein großer Fehler. Scheiße, sind es viele. Wir haben den ganzen Hangar durchsucht. Hier sind nur drei Gefechtsköpfe. Reed erwartet Eindringlich. Und ich werde nur bezahlt, wenn ich ihm vier liefere. Rechnen Sie mal nach. Kobin, hier spricht Director Tom Reed. Beruhigen Sie sich, wir regeln das. Meine Herren, unser Plan hat sich geändert. Anscheinend hängen die Russen im Zeitplan hinterher.
Der letzte Gefechtskopf wird immer noch im Tesla-Labor sein. Magazin leer! Ich muss stoßen nachladen! Sie ins Untergeschoss an mir kommt er nicht vorbei! Eine Tür des Hauptkorridors führt in die technische Abteilung. Sie müssen den Gefechtskopf sichern und mit dem Kran der Anlage... Klar, warte mal. Ich kann... Schade, ich hatte vorher noch eine Ausschaltung, aber jetzt gerade nicht mehr. Hey, Süßer! Das war's! Schaltet den anderen aus! Okay, allzu spät. Du wirst diesen Stützpunkt nicht mehr... Scheiße! Ach, du bist aufgestanden. Ja, weil ich dachte, dass ich noch eine... Ich hatte vorher noch eine Ausschaltung, aber hat man wohl in diesem Modus, als wenn man so toter Boden liegt, nicht mehr. Stoßen Sie zum Hangar vor. Wenn Sie ankommen, müssten Kobin und seine Männer die Gefechtsköpfe verladen haben. Wie konnte das passieren? Ja, ich halte die Augen auf Fjord. Noch nicht. Ich halte die Wacht. Der Bringen wir das hinter uns. Super, was soll das? Schießt denn da jemand auf meinen Shop? Jetzt bringen wir es zu Ende, du... Hey, yeah! Feuer frei! Alles klar. Er ist tot, beenden wir das! Yes! Haben die mich jetzt instant geschossen? What the fuck? Kann passieren. Mostock hängt nicht mehr am Verteidigungsnetz. Ich hoffe nur noch nur Nahkampf vor. Wenn sie ankommen, müssten okay, Kobin und seine Männer die Gefechtsköpfe verladen haben. Was? Hör mir zu! Oh, yeah. Oh, los! Findet diejenigen, die das verursacht haben und verhindert weitere Beschädigungen. Oh, das ist wir holen sie uns! Ich hol uns einen Nahkampf, so, Achtung, wir gehen jetzt rein! Komme. Ich glaube, jetzt kommt die Verstärkung. Jetzt müssen sie sagen, sie gehen jetzt rein. Aber egal, wir haben einen Nahkampf. Ausschaltung. Vorsicht, Granate! Zeig mir dein hässliches Gesicht! Kontakt! Ebene 2! Ups, ich muss zurück. Da schießen drei Leute von uns noch. Was ist denn da jetzt explodiert? Ich weiß nicht. Los! Hast du deine Ausschaltung noch? Er hat mir nicht mal angeboten, mich anzuschließen. Sie haben auf kannst du drücken, dann wäre Sauger. Was wollen Sie? Was für ein Ding, Sauger? Ausschaltung, wäre Sauger, wenn du das machen willst. Was? Wir reden die ganze Zeit, Alter! Ja, die reden ganz leise. Nein, die reden ewig laut. Kobin, hier spricht Director Tom Reed. Beruhigen Sie sich, wir regeln das. Lasst ihn, erledigt den anderen. Director Reed. Machst du das jetzt, nachdem ich drei Solo ausgeschaltet habe? Und ich sind einsatzbereit. Ja. Meine Herren, unser Plan hat Du wolltest, dass ich das mache, oder? Ich habe die ganze Zeit keinen gesehen von der Position. Der letzte Gefechtskopf wird immer noch... Ja, das ist egal, du musst es drücken, weil ich nicht drücken konnte. Stoßen Sie ins Untergeschoss vor. Eine Tür des Hauptkorridors führt in die technische Abteilung. Sie müssen den Gefechtskopf sichern und mit dem Kran der Anlage zu Kobe... Oh, Alter, wie viel kommen denn da raus? Sind das arg viele? Ich habe eine Annäherung. Also kannst du schon probieren reinzuschmeißen, würde ich sagen. Du schiebst deine ich habe es einfach so über das Auto geschmissen. Ich habe keine Ahnung, wo das gelandet ist. Ich werde dich an die Wölfe verfüttern. Scheinbar hat es nichts erwischt. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist, Swalatsch. Auf diesem Stützpunkt bist du nirgendwo vor mir sicher. Es ist vorbei. Kann man damit irgendwie zielen mit dem Zeug? Hey, du! Ich hole uns eine Ausschaltung für später. War mutig. Oh, das muss wohl der letzte gewesen sein. Ah, okay. Ah. Sind die echt so laut bei dir? Bei mir reden die eigentlich ziemlich angenehm, sodass man gut drüber reden kann. Also, die sind auf jeden Fall lauter, als du redest. Das ist aber doof. Naja, was soll's. M468. Schalldämpfer. Oh, russisch. Wundert dich das? Warnung, Hochspannung wird da wahrscheinlich stehen oder so. Ja, aber keine Ahnung. Weil die dumm sind. Ich hab 120 Schuss, lass mich ballern. Ach, ein Geschütz, das ist aber kacke. Da ist er! Hey! Oh mein Gott, Alter. War sogar von ganz da unten. Sehr nice. Der. Ich wollte ihn eigentlich erschießen noch, aber okay. Kannst ich weiß, du ihn sehen? Dass du da bist. Willst du dabei zusehen, wie er stirbt? Genau. Oh. Da oben sehe ich keinen. Genau. Ja, kannst du den sehen von da aus oder nicht? Ja. Schnell! Feuer! Hab ich getroffen! Ich hab den Flügel gefangen, Level 3. Hä? Alter, komm doch her! Magazinwechsel, ja, Feuerschutz! Oh, Geschütz, ah! Ja, das wollte ich eigentlich übernehmen! Weißt du, was hier mitspielt? Oh,
Achso, er ist mir jetzt geschützt. Weil du von dort ja auch so viel umbringen kannst. Ah, also ich kann es umdrehen. Warte mal. Sollst du da irgendwas? Ansonsten das Geschütz unten ist, denke ich, viel besser. Ich habe einen getötet, ich könnte mich selber erschießen. Wäre auch eine Idee. Oder ist noch wer? Achso, ich kann. Das ist ein Geschütz, okay. Das Geschütz erschießen. Es ist schön dunkel. Achso. Oh, da ist eine Überwachungskamera. Oh, Rinder. Butler! Wo sind denn diese Leute? Da? Wir müssen mal ein bisschen markieren. Ich sehe absolut niemanden. Ah, das Z. Wieso klingelt er? Klopft er die ganze Zeit? Nein, ja, weiß ich doch nicht, warum er das macht. Ach, Scheiße, da ist ein Geschütz. Aber nicht so gut. Oder schon mal getötet. Bin direkt hinter dem Geschütz. Hm? Sind wir mal ganz ehrlich, ich bin eigentlich schon am Ziel. So, halb. Naja, WTF. Ja, hier kletter ich total sinnlos im Kreis. Ah, gut. Ah ja, da kannst du das eine ausschalten. Gut. Aber das hilft mir jetzt nicht dabei, da runterzukommen. Da kann man nicht hüpfen. Wo sind die scheiß Treppenhaus? Ah, das sind hier. Waren das schon alle Gegner? Das ist ja lame. Oh, Scheiße. Nein, das waren nicht alle Gegner. Das waren jetzt alle Gegner. Puh. Oh, scheinbar nicht ganz gut. Du hast das Geschütz nicht geshutdownt. Warum hätte ich das tun sollen? Naja, dann wäre ich zumindest nicht reingelaufen. Hör auf, dich wie ein Feind zu verstecken. Ich bin da runtergehüpft hinterm Geschütz. Ach Gott. Bist du bald da? Ah ja. Bin hier aber nicht vor dir. Jetzt bist du vor mir, ja. Ich wollte nur in Ruhe trinken. Möchte auch hoch. Das Schöne am Story-Modus ist, Story? nicht nur, sondern auch der Unterschied zwischen Jäger- und Infiltrationsmodus. Weißt, da ist es halt einfach so, oh super, das ist ein Nahkampfkill. Hier ist halt irgendwie so vielseitig. Guck mal, hier ist auch ein Nahkampfkill. Wunderbar, ja stimmt, das müssen zwei sein. Ich nehme den Weg unten rum und die Röhre rauf. Nimm du den anderen Weg. Na, welchen anderen Weg? Das weiß ich nicht, gibt glaube ich keinen anderen. Läuft. Nein, das Mikrowellenlabor ist diesmal nicht für den Ausfall. Ich glaube, ich habe drei Leute markiert. Ich hoffe, es sind Leute. Können wir die. Das sind doch nur Handwerker. Roger, entsichern Sie. Hey, what? Ja, ich habe gerade diesen Ingenieur da getötet. Er ist einfach ein Ziel gewesen. Ich gehe von der einen Tür rein, du von der anderen Tür. Oh Scheiße, ich glaube, der kommt zu mir raus. Oder? Nein, der bleibt da stehen. Ich kann dich schwer erschießen, ehrlich gesagt. Hm, wieso nicht? Der telefoniert schon mal nicht mehr. Ja, ich wusste nicht, dass die beschäftigt sind. Das macht es natürlich einfacher. So. Geh diesmal nicht durchs Fenster. Und damit die Leute es nicht wieder anschalten können. Gute Idee. Manche Räume haben aber zwei Schalter. Was? Kümmere dich ums Licht und ich um die Tür. Oder auch nicht, weil mein Charakter Seite wechseln möchte. 3.41 2.77. Der Rest der Menschheit. Eine da, zwei da. Oh, die zwei schauen doch ein ganz guter Kill aus. Hast du drüber nachgedacht? Ja, das habe ich. Und seine Antwort lautet... Meist! 11.02.15, okay. 17.83.70, okay. 43.79.26, okay. 39.26.38, okay. 46.29.63, okay. 00.28.96, okay. 33.92.78, okay. Er ist da, aua. Ich bin da. Ja. Jetzt nicht mehr. War, glaube ich, der letzte so in diesem Bereich. Bei dir hinten ist noch eine Kamera. Aber ansonsten war es das. 7, 2, 0, 3. Was ist mit dem da?
Oh, wer du das sagst? Nein, ich meinte, den ich erschossen habe eigentlich. 2.77. Da redet noch einer irgendwie. Kommst du da hin? Druck bei 440. Glaskasten, durch den ich nicht durchschießen kann, wie es auch schon. Verdammt! Ah, okay, sehr so. Wie öffnet sich jetzt diese Tür hier? Achso, wir dürfen Knöpfe drücken. Ah. Oh. Warte, ich gehe durch die Glasscheibe. Beep 1 erledigt, Beep 2 bitte. Oh, was? Beep? Ah, okay. Beep doch gar nicht. Achtung, ich glaube, jetzt kommt ein anstrengender Teil. Achso, da kommen Leute raus. Na, das glaube ich jetzt nicht. Wir müssen das EMP zünden. Okay. Ach so. Desam, öffne dich. Ah ja, der Teil. Jäger und Infiltration ist das einfacher. Da oben müssen wir rein. Das Person, das auch, weiß ich nicht. Glaube schon. Das Geklopfe nervt ein wenig. Wenn es vollkommen sinnlos wie ein Klingelstreich ist. Soll ich den da unten einfach mal erschießen? Ich meine, die würden es sehen und so, aber. Ah, nein! Nein, ich bin nicht hier. Ich tue nur so. Okay. Ich habe einfach eine EP gezündet. Für den Notfall? Jetzt bringen wir es zu Ende. Geh eine Etage höher, okay? Kümmer du dich aufs Ziel. Ja, es war bis jetzt. Ach, warte mal, den darf ich ja gar nicht erschießen. Da drüben! Oder, au. Zumindest war da irgendwie nix. Kannst du noch markieren, wo du liegst? Sind da nicht viele Gegner oder so? Hm? Welche denn? Okay. Das ist ja schön, wenn es so gemütlich ist. Die toten Gegner meinst du? Ja, die sind doch. Seien Sie dem vorsichtiger. Verstanden. Ja, gut. Ich bin einfach eine Pistole. Oh, das Gerät ist voll aufgeladen. So können wir das Ding nicht transportieren. Etwas kribbeln. Wir müssen es entladen. Die Faraday-Kammer dürfte einen Großteil des Impulses auffangen. Wir werden den Kater nach was starten müssen. Egal. Wir können nicht riskieren, dass das Ding in der Luft anspringt und unser Flugzeug röstet. 2, 1. Jo. Du kommst hier ohnehin nicht mehr raus. Wie lange dauert es, bis das Wachsystem anspringt? Ein paar Minuten. Überall Soldaten. Wir haben. Der Kran lässt sich bestimmt auch manuell steuern. Wenn er einer von uns muss nur hoch und ihn anwerfen. Ich werfe eine Granate. Mehr Kampf zur Mutter. Du willst mich also austricksen, ja? Bereit machen, wir erledigen sie jetzt. Such hier. Auf Ebene 3. Ja, weiter. Ja. Los. Noch einer. Oh, scheiße. Noch einer von der Richtung. Das ist Kontakt. Weißt du, was sie hier unten machen, Mudak? Scheiße, ey, die Waffe ist unpräzise. Magazin leer! Vorsicht, Granate! Da! Archer in Deckung, Granate! Scheiße, das ist die Granate nicht bei mir. Wieso sagt mein Charakter Archer in Deckung, Granate? Du bist nicht einmal hier! Ich werde erstmal hier wacher. Ich markiere dir mal die drei. Wenn das vielleicht so programmiert ist, dass er das halt sagt. Wir haben Eindringlinge im Bereich, die ernsthaft. Hab ihn! Schaltet den anderen aus! Wenn du im Erdgeschoss bist, kannst du einfach die Röhre raufklettern. Okay, warte, da sind drei Leute bei dir, nicht vergessen. Kommen Sie her! Schnell! Sie müssen mir... Weißt du, was wir mit Spion... Ach so. Gut, das dürfen die einzigen noch Verbliebenen gewesen. Ich hab ja alle irgendwie hochgelockt, dadurch, dass ich hier oben auf mich stand. Gleich die Geduld, Mudak! Okay, das brauchen noch mehr. Keine Sorge, wir haben schon Schlimmeres durchgemacht. Ich sichere diese Seite. Vorsicht! Durchsuchen. Findet die Eindringlinge. Was ist denn unser Ziel aktuell eigentlich? 2 Meter. So hier. So hier. Ja, da wohnen hier. Wir gehen jetzt rein. Süßer Horvath. Oh. Wir gehen rein. Entkommen. Bewegung. Krepieren. Nimm die Röhre und ich bin schon mal ein. Zeit für jetzt. Was abzünden? Magazin. Hey, zu scharf, hab ich gesagt. Ich komm dich jetzt holen. Den nehme ich noch mit. Und runter. Du überlebst es nicht. Ah. Dein Glück hat dich verlassen. So viel zur Deckung. Mudak. Scheiße, die rennen hier rein. Die kommen da rein. Oh. Das ist gerade sehr knapp gewesen. Bringen wir das hinter uns. Pideras. Vorwärts, Bewegung.
hoffe, wir schaffen das jetzt. Oh. Du weißt, dass ich dich schlägen werde. Ich will keine Angst machen, aber ich sehe das Licht. Du machst einen Riesenfehler. Oh, ich treibe ihn mal auf den Schieß. Archer, geht's Ihnen gut? Oh Gott sei Dank, schöner Headshot. Okay. Hör auf, ich werfe eine Granate. Du kommst nicht lebend von hier weg. Ich warte, den Blaupausen der Basis zufolge blockieren mehrere schwere Sicherheitstüren die Verladeschienen. Jede Tür wird über zwei Konsolen gesteuert. Um die Türen zu öffnen, müssen beide aktiviert werden. Oh, oh mein Gott, der Teil. Okay. Aber hier sind wir wieder unentdeckt fürs Erste. Sehr gut. Ansammlung von Tangos. Angriffsbereit. Getötet worden sein. Ich kann die unter... dann nicht. Eine Frage. Warum denn extra den Dings benutzen? Das waren die einzigen vier in dem Raum, wie es ausschaut. Na, Archer, der Sprengkopf wird von Sicherheitstüren blockiert. Wir müssen die beiden Sicherheitskonsolen finden und zur gleichen Zeit aktiviert. Bin Sie so sind dran. Sicherheitstüren öffnen sich jetzt. Da ist ja jemand. Weiß nicht, wie du reingekommen bist, aber raus kommst du nicht! Jetzt bringt es keinen Bruch! Der lebt noch? Sehr gut. Ich hab den mit dem Kopf geschossen und dann hat er rumgeballert, ganz wild. Und war immer noch lebendig, ja. Erste Konsole aktiviert. Hast du nicht den Kopf getroffen? Ja, irgendwo Körper. Weit oben. Achtung! Zurücktreten, meine Herrschaften! Ich würde sagen, weiter geht's im nächsten Part. Wir werden nicht vergessen und ciao. Hier will wohl jemand Spielchen mit uns spielen.